Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Quent mit Paxis. Und dieses Igni, über das wir das letzte Mal geredet haben, das wäre echt geil. Hätten wir mit Igni und Philippa wirklich zwei richtig geile Game-Changer-Karten, die Gegner wahrscheinlich nicht erwarten. Ich glaube, Philippa erwarten die Gegner noch seltener als Igni, aber trotzdem. Stufe 2. Ach ja, wir sind ja jetzt Stufe 10. Wir können ja jetzt theoretischerweise Ranglistenspiele machen. Da können wir nach dem Spiel mal gucken, wie das aussieht. Also ich sage nicht, dass wir jetzt direkt eins machen, aber mal gucken, wie das Menü so aussieht. Adrenalinrausch, Sanitäterin. Zweimal die Karte. Einmal die. Haben nicht wirklich super viel geile Karten zum Boosten. Überlege, ob ich den Caddy wegnehme. Oder die Sanitäterin, die ziehe ich auch immer ganz gern. Ah, die dreimal, nee. Okay, einmal zerfetzen nehme ich noch gerne mit. Gib lieber gleich auf. Schauen wir mal, wir haben halt das Horn. Au. Aber nach der Karte muss ich eigentlich abgeben oder mich dafür entscheiden, die Runde und die nächste zu gewinnen. Aber das geht irgendwie meistens nicht so gut wie die zweite und die dritte, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass der Gegner zwei Karten nachzieht, ich auch zwei und ich dann einfach, wenn ich jetzt die Runde abgebe, besser planen kann für Runde 2 und 3. 11, 9. Also das ist zumindest so mein Gefühl bisher gewesen, dass es sich einfach leichter... Leichter Runde 2 und 3 gewinnen, weil von Runde 2 und 3 zieht man nur noch eine Karte. Das ist halt kein Problem mehr. So, jetzt ist natürlich Verbrennen ein Problem, fällt mir gerade ein. Oh, ein zweites Mal Adrenalin. Ist kein Weltuntergang, weil jetzt können wir halt den zweimal einsetzen, die Karte. Das macht ja nichts. Aber ist nicht perfekt. Okay, bevor die krass wird, muss er schon viele Goldkarten ausspielen. Aber er hat wahrscheinlich Geralt oder sowas. Zerfetzen lohnt jetzt nicht, um die Kombo zu zerstören. Ich glaube, das Feuer bedeutet einfach, dass ich verstärkt werden kann durch irgendwelche Effekte. Ich glaube, das bedeutet das Feuer, wenn ich es mir so recht überlege. Ich glaube, dann hole ich mir auch den hier nochmal. Irgendwelche letzten Worte. Ja, ich wusste, dass er jetzt Geralt ausspielt. Hole ich mir jetzt den nochmal, damit ich mich ein bisschen protecten kann gegen Verbrennen. Wenn er jetzt Verbrenner spielt, nice one, da habe ich wenigstens noch meine Boostkarten. Okay, interessant. Jetzt würde Zerfetzen Sinn machen, weil jetzt zumindest die eine davon zerstört wird. Er hat mindestens noch eine Goldkarte, die er jetzt spielen will. Und wenn darauf seine Strategie aufbaut, dann ist es ja gut, wenn er die nur einmal da liegen hat und nicht zweimal. Wobei Stufe 8 hat er echt schon so viele Goldkarten drin, dass es sich lohnt, darüber ein Deck aufzubauen. Aber ich denke, das lohnt sich trotzdem nicht, weil zu viel Deaddraw. So, Paxis, du Idiot. Spiel den Adrenalinrausch aus, bevor du die Karte verdoppelst. Vielen Dank. Das geht ab. Das Geile ist, es ist gar nicht so schlimm, dass wir jetzt zweimal Adrenalinrausch haben, weil wir können ja beide boosten, fällt mir gerade ebenso auf. Und die dann mitnehmen. Ha! Nice. Die müssen wir jetzt hier reinlegen. Guten Tag. Ich überlege, ob ich die gleich ausspiele oder ob ich die für die letzte Runde aufhebe. Aber wenn ich beide mitnehme, mindestens eine nehme ich mit, weil er hat nur einmal Verbrennen, logischerweise. Die ist nicht so schlimm, wenn die Gold wird. Dann bekommt der zwei und der zwei. Das sind wir halt bei vier. Dann generiert die halt 9 Stärke. Das ist nicht wirklich schlimm. Also damit kann ich komplett leben. Der sollte mich trotzdem nicht kaputt bekommen in der Runde. Ich glaube, ich nehme das direkt. Ich muss die Runde gewinnen und brauche viel Power. Oh, da könnte ja Frost im Deck haben, fällt mir gerade ein. Scheiße. Könnte natürlich... Oh nein, jetzt haben die beide 15, was mache ich denn? Oh, jetzt habe ich wieder darauf nicht geachtet, ich bin so blöd. Ich sollte echt ins Bett gehen, es ist zu spät. Er hat wahrscheinlich kein Verbrennen, aber trotzdem war es komplett dumm von mir. Nein, wie kann ich denn die nochmal boosten? Wie dumm ich bin. Booste doch einfach die. Wenn er mich jetzt mit Verbrennen bumst, ey, dann herzlichen Glückwunsch.
Überlege gerade, soll ich die jetzt doppeln oder hebe ich meinen Doppler-Effekt auf? Weil dann haben wir halt alle drei 15, aber ich habe halt auch keine andere Einheit. Ich könnte halt was vernichten, aber vielleicht ist es einfach besser. Er hat ja dann erstmal. Nee, ich doppel die jetzt und heb meinen Horn auf. Ja. Scheiße, Mann. Warum? Aber wenn er mich jetzt verbrennt, habe ich es echt verdient. Wenn er mich jetzt verbrennt, habe ich sowas verdient. Wer mit dem Feuer spielt, der... Ja, hat es verdient. Aber ich glaube, ich werde vielleicht trotzdem gewinnen. Bist du einer der unseren oder nicht? Oh nein, ich habe die nicht mehr am Deck. Oh nein, aber ich muss die trotzdem ausspielen. Stampf die Elfen in den Sand. Oh, wenn er die ausspielen musste, das ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, er konnte die nicht doppeln. Er konnte keine andere vorher ausspielen. Er hätte bestimmt schon lange Verbrennen ausgespielt. Also anders kann ich mir nicht erklären. Ich spiele jetzt das Horn aus. Wenn er jetzt Verbrennen so lange in der Hand gehalten hat, dann herzlichen Glückwunsch. Er kann halt auch noch doppeln, aber sollte eigentlich nichts bringen. Du hast kein Verbrennen, du hast kein Verbrennen. Bringe die Stärke aller Nicht-Gottheiten in der gegnerischen Reihe. Eins, erhalte für jede. Hä? Muss er die dahin legen, wo das verringert werden soll? Was war denn das gerade von ihm? Warum hatten der. Ich meine, er hätte trotzdem verloren, weil die ja nur um eins verringert wird, aber. Ich verstehe es gerade nicht. Es war kein gutes Spiel, das habe ich nicht verdient. So, Ranglistenspiel. Neue Saison. Spiele eine kompetitive. Mit jeder Partie, die du spielst, erhältst du oder verlierst du je nach Spielergebnis Rangpunkte. Sammle Punkte, steige im Rang auf und erhalte Belohnungen. Ränge, die in einer Saison erreicht werden, gehen bis zum Ende dieser Saison nicht verloren. Je höher dein Rang ist, desto größer ist die Belohnung, die du am Ende der Saison erhältst. Das ist doch gut. Dein neuer Rang. Rangpunkte 500. Belohnungen erhalten 50. Wir haben anhand deiner Leistung in dem Mehrspielermodus deinen neuen Rang berechnet. Deine Belohnungen siehst du unten. Rang 2 ist wahrscheinlich ziemlich schlecht, wenn man bei Rang 1 anfängt, aber egal, 50. Ranglistenspiel, Bestenliste. Stufe 28, Stufe 30, okay, das ist krass. Ich mache jetzt einfach so ein Spiel, mal gucken, was passiert. Wenn da die Gegner genauso sind wie bei zufällig gewählten, dann kann ja nichts weiter passieren. Also dann kann ich verlieren wie gewinnen, dann passiert beides halt. Wenn ich jetzt nur Stufe 100 bekomme als Gegner, dann ist es halt... Ah, Stufe 2 und Rang 2, das ist doch nicht schlecht. Rang 2 und Stufe 10. Er spielt Hänselt. Was war der Effekt von Hänselt nochmal? Hänselt kann, glaube ich, Leute zu Gold machen. Klingt auch wieder geil. So, verbrennen, verbrennen, verbrennen. Gerade wenn er Gold hat, vielleicht nicht so sinnvoll. Das heißt, ich muss hier Kombos zerstören. Wir haben den Blitz, wir haben zerfetzen, verbrennen, müssen wir relativ schnell ausspielen. Wir haben echt wenige Einheiten. Vor allem nichts weiter zum Boosten. Scheiße. Schwalbe. Haudegenspeer. Ah, zweimal Rausch. Zweimal raus, das ist das der Nachteil, wenn man halt ihn dreimal im Deck hat, aber trotzdem, ich muss das halt so spielen. Sonst haben wir halt nichts, ne? Wir haben jetzt nichts Geiles auf der Hand, was wir als erstes ausspielen können, außer vielleicht den Tagesanbruch, der dafür sorgt, dass wir irgendwas Team was boostet und dann ist es komplett verschwendet. Also wir haben fast nur die Chance, erste Runde alles rausknallen und erste und zweite Runde gewinnen. Oder jetzt sofort abgeben. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten. Jetzt sofort abgeben oder alles raushauen. Ich glaube, jetzt alles abgeben und dann alles raushauen ist fast besser. Es sei denn, er nimmt jetzt dieses... Es wäre natürlich scheiße, wenn er jetzt dieses Unentschieden nimmt. Was? Der spielt dir aus? Dann kann er ja nichts wiederholen. Oh mein Gott, das ist interessant. Das bedeutet, er hat auch keine gute Hand, würde ich sagen. Jetzt spielt man halt eine Kuh aus oder sowas. Wenn man sowas hat.
Verbrennen, oh, ich zieh wieder verbrennen. Oh, wenigstens den jetzt zweimal, aber ich hätte gerne anderes gezogen. Halt irgend so ein Game Changer, Horn oder die Philippa. Aber wenigstens kann ich den jetzt zweimal spielen und er darf einmal sterben. Aber jetzt muss ich halt eigentlich schon aufpassen, ne? Wie ich das mache mit dem Verbrennen und so. Ich könnte jetzt die Karte schon verbrennen, damit die halt... Er hat wahrscheinlich das Kommando auf der Hand. Aber ich könnte auch die Karte jetzt einfach lassen und den Blitz ausspielen. Ah, okay, er will also die Karte unbedingt. Das heißt, wir verbrennen sie jetzt. Wir sehen nicht nochmal eine Heilerkarte. Das wäre dann zu viel für meine Zerstörungen. Ah, er muss jetzt schon eine Karte ziehen. Das ist gut. Ich habe doch gesagt, er hat kein Gut, er hat nicht gut gezogen. Verbrenn ist weg, wir haben keinen Stress mehr. Jetzt muss ich darauf achten, dass ich jetzt wieder mich selber gegen Verbrennen schütze. Das ist wichtig. Hey, das ist doch mein Plan. So, jetzt hat er schon mal nicht die Idee, mit Verbrennen mich zu bumsern. Deswegen spielen wir jetzt die aus. Ich muss dran denken, dass er dann vergoldet. Wie jedes Mal eine Kommando der blauen Streifeinheit aus, dein Deck aus, wenn eine Goldkarte auf deiner Seite erscheint. Scheiße, die kann man nicht kaputt machen. Können wir halt nur reduzieren, die können wir halt nur reduzieren. Aber er wird ja jetzt noch nicht irgendwie Gold machen, oder? Wird er jetzt schon Gold machen? Das wäre jetzt noch verschwendet, aber ich würde erstmal eine gerne boosten, bevor ich die hier reduziere um jeweils drei. Damit halt er nicht beide kaputt machen kann. Wenn er jetzt schon Gold macht, dann habe ich halt Pech gehabt. Oh. Karte ist heftig. Jetzt mache ich halt auch keine mehr kaputt. Das ist scheiße. Jetzt muss ich kurz nachdenken, meine lieben Freunde. Am besten booste ich die jetzt abwechseln, wenn ich jetzt, weil ich kann ja eh beide mitnehmen. Ich mal kurz nachdenken. Er kann nur eine zu Gold machen. Ja, er kann nur eine zu Gold machen. Lasst mich jetzt mal nachdenken. Schöne ist halt, ich kann, wenn er jetzt keine Scheiße baut, beide mit in die nächste Runde nehmen. Wenn eine Goldkarte erscheint. So viele Goldkarten kann er nicht haben und er hat bisher nur einen blauen Streifen. Er wird jetzt noch nicht die zu Gold machen. Oh nein, oh nein. Er hat die Game Changer Igni. Fuck. Zwei Elfer. Ich habe Verbrennen schon gespielt und die ist eh stärker. Die kann er jetzt zu Gold machen. Ich spiele jetzt mal zerfetzen aus. Er hat echt Igni, krass. Tja, ich werde wohl verlieren, die Runde. Das ist ja blöd. Ich mal überlegen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich die nochmal hole. Alleine schon, wenn er jetzt irgendwas zu Gold... Oh, komm, leck mich am Arsch, das war's. Und wenn er jetzt noch die Karten hier zu Gold macht, die beiden, ruft er das Ding nochmal. Die sind halt super crazy drauf, ne? Also ich spiele erstmal die aus, um zu gucken, was passiert. Ja, toll. Was willst du? Es wird halt nicht reichen. Es wird halt nicht reichen. Ich meine, ich kann mir dann damit nochmal die holen, dann... Was, der macht alle zu Gold? Ach, alle in einer Reihe. Scheiße. Okay, damit macht er jetzt 109. So, jetzt gucken wir mal. Ich hol die, da bekommen wir nochmal 8, da hat die 19, 19 verdoppeln wir, das ist, haben wir vergessen. Aber sein Deck ist ja krass, er hat gut gezogen anscheinend, wie es aussieht, und ich weiß nicht, ich hatte einfach keine gute Starthand, ich habe vielleicht die falschen Sachen abgelegt.
Das ist das einzige. Bewertung geändert, 34. Nächster Rang 899, okay. Was wollte ich sagen? Ich hätte vielleicht andere Karten ablegen müssen am Anfang. Das war einfach ein Problem. Ich hatte überhaupt keine... Es darf halt nicht sein, dass ich in der ersten Runde mir denke, du legst jetzt... du gibst ab, weil du hast nichts Geiles zum Ausspielen. Das darf halt nicht passieren in der ersten Runde. Dann habe ich einfach eine scheiß Starthand. Ganz einfach, Punkt. So, zweimal der Rausch. Tagesanbruch. Brauche ich die hier eigentlich nicht, oder? Wenn ich die zweimal habe. Zerfetzen haben wir zweimal. Ich glaube, Zerfetzen brauchen wir auch nicht zweimal gegen ihn. Hat er auch kein Deck. Zerfetzen habe ich gerne zweimal gegen Monster-Decks. Weil die häufiger mal Kombos haben mit kleinen Monstern, aber gegen jedes andere Deck reicht mir eigentlich Zerfetzen einmal erstmal auf der Hand. Oh, RG beginnt, okay. So, jetzt haben wir zweimal Boost, wir haben einmal Rufen, wir haben leider keinen Blitz, Zerfetzen, kein Verbrennen. Ja, halt jedes Mal viel stärker, wenn ein Überfall ausgespielt wird. Die Karte kann ich leider nicht vernichten. Aber er muss ja erstmal dazu kommen, einen Überfall auszuspielen. Gib lieber gleich auf. So, das könnte entweder die Karte sein. Ach so, ausspielen reicht halt schon. Das ist ja scheiße. Ich dachte, wenn er aktiviert wird, aber wenn er ausgespielt wird, ist natürlich heftig. Wahrscheinlich wird er meine Karte zerstört, wenn dieser Überfall ausgespielt wird. Das ist eigentlich schon wieder eine Abgabe. Aber der Gegner hat jetzt eine Karte weniger und wenn er gewinnen will und nicht diesen Draw haben möchte, dann muss er noch eine Karte ausspielen. Deswegen ist es jetzt taktisch schlauer, das zu machen. Wegen Handkartenvorteil. Oh, das geht mir auf den Sack, ey, wenn das die Gegner machen. Ah, es macht halt fast niemand, deswegen lohnt es sich dann nicht, jetzt Adrenalinrausch auszuspielen. Aber jetzt geht's halt um alles, ne? Alles oder nichts. Alles oder nichts. Gib lieber gleich auf. Der Donner ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, das Ding wollen wir auf jeden Fall direkt auf dem Friedhof haben. Die Karte nervt. Aber es ist halt auch 4 Runden, das ist halt auch wieder sowas. Und wie man sieht, die kann man leicht vernichten. Das ist wie mit dem verstärkten Tribok. Kommt zu selten geil. Kommt einfach zu selten geil. Sag, dass das ein Witz sein soll. So, jetzt kommt es einfach darauf an, welche Combo ist krasser. Also welche Hand oder so. Aber er kann halt nochmal 3 Karten ziehen, das ist auch nicht schlecht. Ja, und alles so langsam ein bisschen weniger machen, ist scheiße. Haben wir noch was im Friedhof? Nee, also rufen können wir uns nicht. Wir können noch mal so einen Redanischen holen oder halt Boosty. Dolplatana-Schütze. Ich finde den Namen so geil. Ich mag den Namen irgendwie. Dolplatana-Schütze. Was hat er jetzt ausgespielt? Erhöhe die Stärke einer Nicht-Gold-Einheit auf deiner Hand um 3. Okay. Verstehe ich nicht ganz den Sinn. Generiert man jetzt 8 Stärke insgesamt? Okay. So, hat er Verbrennen? Das ist die große Frage. Das ist eigentlich immer die große Frage. Ach nee, Moment mal. Das ist diesmal gar nicht die große Frage, weil es ist ja die letzte Runde. Da ist ja egal, wen ich jetzt booste. Insgesamt der Boost ist gut. Also können wir jetzt ihn boosten, dann kommen wir auf 7. Wobei, wenn ich ihn auf 7 booste, dann kann er ihn noch zerstören mit dem Blitz. Das will ich auch nicht. Also geben wir ihm jetzt Schwalbe.
Ach nee, Moment mal. Wenn ich ihm 8 gebe, dann bekomme ich ja nochmal 8 dazu fürs Doppeln. Ach ja. Daran habe ich gar nicht gedacht. Stimmt ja, ich will ja noch doppeln. Gerald, herzlichen Glückwunsch. Verbrennen macht das wieder alles kaputt, aber es geht nicht anders. Ich brauche jetzt ganz viel Dolzerstärke. Okay, jetzt kann ich mit ihm entweder den Redanischen rufen, das gibt 8 Stärke, oder ich rufe den und das gibt dann auch 8. Ach nee, das gibt einmal die 4 für ihn und die 4 hier drauf und die 4 zum Doppeln, ja. Es gibt also 12. Generiere einen Kommandoneuling in einer zufällig gewählten Reihe. Das sind immerhin 9. Das ist keine schlechte Einheit. Aber wir sind pleite, wie die letzten. Oh, fuck, habe ich ihn nochmal im Deck hier, ne? Ja. So, Igni wäre jetzt schon wieder Game Changer. Philippe Eilhardt, Game Changer. Tod den Deune. Tod den Deune. Ich überlege gerade, ob ich mir einfach mal eine Runde Zeit gönne. Was mache ich damit? Tod den Deune. Aha, den hat er also geboostet. Na gut, von mir aus. Wir müssen ja nichts aufheben. Es gibt, also es macht keinen Sinn, irgendwas aufzuheben. Es ist die letzte Runde. Das gibt Ärger. Horn ist, glaube ich, auch Game Changer. Blitz, 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 Blitz. Blitz, 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 Blitz. Ich glaube, ich mache erst Blitz und doppel dann. Auf was machen wir denn mal Blitz? Ich weiß nicht, warum man den hier so massiv boostet, aber... Falls er den doch irgendwie doppeln kann oder irgend sowas, ich kenne jetzt keinen Effekt, aber falls er da irgendwas machen kann, dann... Oh, er hat das Horn, ey, das war so arschklar, oder? Es war so arschklar. Oh, du Glück. Das reicht. Es ist so selten, dass man gewinnt, wenn das Horn eingesetzt wird. Es ist so selten. Ich erinnere mich, das ist das zweite Mal, dass ich mich daran erinnere, dass ich gewonnen habe, obwohl der Gegner das Horn hat. Aber schon wieder, wenn ich jetzt Igni gehabt hätte, wenn ich jetzt Philippe Eilhardt gehabt hätte, wäre das Horn scheißegal gewesen. Ich hätte halt einfach gebumst, ne? So, plus 38 oder was? Da muss ich jetzt direkt noch eine Aufnahme machen, weil wir ja fast die 12 Runden voll haben. Also dann liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.